Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Defense Grid 2. Der existiert auch immer noch. Ja, der wird niemals durchkommen hier. Das haut hin. Keine Chance, dass die durchkommen. Da kommt schon der nächste, ein Turtle. Recht weit wird der auch nicht kommen. Allerdings finde ich, wir sollten da was umändern. Und zwar, dass die hier entlang gehen. Müssen wir dicht machen. Den geben wir weg. So. Jetzt kann ich das hier dicht machen, hoffentlich. Ah, oh, das war auch falsch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ausbau geschützt. Nee, Ausbau, scheiße. Jetzt haben wir verdrückt, Leute. Das ist kacke. Den wollten wir verkaufen. Hier wollte ich einen hinsetzen. Dass die einen schönen Umweg gehen müssen. Irgendwie habe ich hier Blödsinn gemacht, glaube ich. Den müssen wir verkaufen. Die Angst davor, dass es auch auf andere Menschen angewendet wird. Na, das muss doch gehen. Ja. Warte mal, also irgendwas habe ich hier falsch gemacht, Leute. Aber die Aliens, der muss weg. Jetzt geht's. Bevor ich mit meiner Transformation in eine KI auf Marilyn so, und hier können wir jetzt den hin, dass die da so herumlaufen müssen, ne? Wir werden den Laser jetzt machen und ordentlich Kohle kassieren. Das wird hoffentlich... Jawohl, es gibt ordentlich Moos. Den werden wir auf Max mal upgraden. Den genauso, den ebenso. Gibt ordentlich Kohle. So, jetzt den auf Max. Und jetzt den auf Max und wir haben immer nur Kohle. Haut hin, Leute! So, den verkaufen wir. Die ganze Zeit der Code für die Gedankenkontrolle. Da ist wieder so ein Scheiß da. Die müssen weg, die Dinger. Den werden wir upgraden hier, dass der die zusammenschießen kann hier. Da setzen wir auch was drauf. Hier eine ordentliche Kanone. Hier genauso. Eine Kanone. Und der wird auch noch abgegradet. Der soll da ordentlich reinschießen. So, überladen. Den auch überladen. Dass da ordentlich was weitergeht. So, wo sind die? Ach, die kommen hinten rum. Okay, ist kein Problem. So, wir können den hier upgraden. Es läuft gut, Welle 23. Wir haben wieder Kohle gekriegt. Der wird abgegradet. Jetzt der. Geht sie wunderbar aus. Als nächstes upgraden wir den da. So, ein bisschen Kohle brauchen wir noch, sonst läuft's. Läuft gut, Leute. Haut wunderbar hin. Da kommen schon die nächsten. Das sind die Juggernauts. Kleinen Haufen von denen. Aber die werden schon gebremst hier und kriegen ordentlich rein.
So, den möchte ich als nächstes upgraden. Läuft wunderbar bis jetzt. So, jetzt können wir den da upgraden. Jo, es haut wunderbar hin, Leute. Ich überlege, was wir jetzt für einen Tower nehmen. Wir könnten hier auch noch eine so eine Plattform hin. So, keine Chance, die kommen da nie im Leben durch. So, da geben wir eine Kanone hin, die was ordentlich reinhaut. Auch gleich upgraden. So viel Leben haben die nicht mehr. Sollte gut hinhauen. Nochmal upgraden. So, den überladen wir gleich. So richtig reinhaut. Wieso schießt der nicht? Komisch. Schießt wohl nicht auf alle. So, wie geht's mit euch? Ihr lebt immer noch, aber sicher nicht mehr lange. Wir werden die mal ausbauen hier. Dass hier ordentlich Damage rankommt. So, haut wunderbar hin. Den werden wir auch noch ausbauen. Dass die kleinen Tower auch richtig reinhauen und auch schön slowen und so. Jo, sieht gut aus. Bauen wir den aus und den. So, die Kanone ist ready. Aber die brauchen wir noch gar nicht. Geht auch so. So, die kommen mit Schild, aber ist nicht das Problem. Wir werden die gleich wieder verlieren. Wir kriegen die ein Schild wieder, gut, aber recht lange wird das nicht halten. So, ein bisschen. Und wir haben es noch. Okay, haben wir's. Dann können wir den noch upgraden. Welle 28 war das übrigens. So, wir haben wieder Kohle. Upgrade. So, was machen wir noch für Tower? Ja, da sind wieder diese witzigen. Die werden wir hier auch upgraden. Dass die gar nicht erst auf blöde Gedanken kommen. Den werden wir auch upgraden. Dann kommen die alle mit Lowlife raus, wenn sie rauskommen. Welle 30.
So, die jumpen da durch. Sorry Leute. Da will mich wohl jemand erreichen. So. Haben wir ordentlich Moos. Wir werden jetzt die ganze Partie hier upgraden. Da können wir auch noch einen Tower hin. Alles upgraden hier, was uns noch einfällt. Wir machen es denen jetzt richtig schwer. Genug Kohle da. Jawohl, so sieht es doch super aus hier. Den auch noch. So, dann die zwei noch. Jawohl, den da noch. So, der ist gleich dran da, der Rumbler. Den auch noch upgraden. Weit kommen die wirklich nicht mehr. Dürften wir ohne Probleme schaffen. Wir werden auch nicht unbedingt neue Tower nehmen, sondern die weiter upgraden hier. Das wird die Todesspur hier. Schaut euch das mal an, da kann nichts mehr durch. Da können sie 100 Wolves schicken. Keine Chance haben die da. So, wir werden hier alles upgraden, dass die keine Millimeter hier kommen. Haut super hin, da kommen die nächsten. Verwende jetzt mal den Laser, dann geht's noch zackiger. Bringen wir Kohle wieder, jawohl. Können wir das hier noch upgraden. Den da noch. So, jetzt haben wir alle auf Max. Also gleich zumindest. Einer fehlt nur, der da, und dann haben wir alle abgequält. Dann kaufen wir neue Tower. Was ist das da? Juggernauts, okay. Wir werden schön auf die Fresse kriegen. Welle 33. Es haut super hin. Wie Butterbrot geht es da durch. So, den können wir jetzt auch. Und dann schauen wir wegen neuen Tower. Hier werden wir zum Beispiel eine Meteor noch hin. Oh, die kriegen richtig hier. Alle auf Rot, Leute. Alle auf Rot. Hier haben wir uns wirklich ausgelassen. Oder ein Raketentower, machen wir mal was anderes. So, die kriegen hier wirklich einen Arsch voll. So, mal schauen, wie weit die kommen, Leute. Recht weit dürften die nicht kommen. Die werden schön geslowt. Oh, der ist schnell, der ist ein Problem vielleicht. Die Kleinen sind kein Problem, weil die gehen auf jeden Fall drauf. Wenn, dann sind die Großen hier ein Problem. Aber eine weite Strecke haben sie, das heißt, ja, weit kommen werden die auch. So, wo kommt denn hier her? So, die kriegen richtig auf die Fresse hier, die Rambler.
Das ist die letzte Runde, die letzte Welle. Schauen wir, dass wir alle behalten. Goldstatus haben wir schon. Oder knapp drunter Gold sind hier. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht kann ich ja noch den Laser irgendwie zünden. Dann können wir noch ein paar extra Punkte einflauchen. Dann kriegen wir vielleicht noch Gold. Der Rambler, der kriegt wirklich in die Fresse hier. Oh, der kommt schon nahe hinten weg. Wenn er zu dem Schild kommt, wird's blöd. Nee, schafft er nicht. Okay, verdient das Gleiche hoffentlich. Oh, das Schild wird er kriegen, dummerweise. Aber es ist ein kleines Schild, der kommt nicht weit damit. Kriegt auf die Fresse und es hat sich. So, erledigt. So, und wie geht's euch? Gleich sind sie down und wir haben's. Gleich dauert's. So, den einen noch. Gleich haben wir's hinter uns. Jawohl, so geht es, Leute. Commander, ich mache mir Sorgen um Fletcher. Brauchst du nicht. Und wir haben nur Punkte gekriegt. Gold. Jetzt müssen wir wissen, warum Sekara diese Informationen von uns ferngehalten hat. Ich schätze, du weißt das schon, Fletcher. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Aber aufgrund deiner Verhaltensmuster scheint es so, als ob du es in Betracht ziehst, diese Forschung an die Aliens zu geben. Die Freiheit der Menschheit gegen ein paar Leben. Was? Nein. Ich muss. Sie haben uns Tikkert versprochen. Und du glaubst ihnen? Ich glaube, dass wir keine andere Wahl haben. Andere Planeten sind gefallen. Unsere Kolonien sind am Ende. Ich hatte gehofft, dass es nicht dazu kommen würde, aber leider ist es das. Sekara, wir sind im Begriff zu gewinnen. Wir drängen sie zurück. Wirf das nicht alles weg. Ich weiß, dass ihr es nicht verstehen könnt, aber ich hatte ja tausende Zeit, um alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Sekara, bitte. Wir können darüber reden. Sekara? Das ist nicht gut. Nein, ist es nicht. Glaubst du wirklich, dass sie den Aliens die Forschungen übergeben wird? Ich befürchte ja, Simon. Und ich habe keine Ahnung, wie wir sie aufhalten können. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.